Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Skull and Bones und einer weiteren alten Schatzkarte bei der Küste von Afrika. So, hier steht quasi nur drin, dass es beim ungarischen Bund sein soll und bei der Küste von Afrika, aber keine Himmelsrichtung, kein Hinweis, kein nichts, kein gar nichts. Aber wir sehen oben rechts wieder die Schildkröte auf dem Stein und davon gibt es jetzt zwei und die richtige für die alte Schatzkarte zeige ich euch jetzt natürlich. Und halt diese Felsformation in Gesichtsform. So, dann gucken wir auf die Karte. Küste von Afrika ist halt alles hier hinten, ne? Und ich befinde mich jetzt hier bei der Höhle der Ältesten. Und da sehen wir im Hintergrund auch dieses Bild mit diesen Gesteinsformationen, ne? Daran müssen wir uns halt orientieren. Stehen wir beim ersten Mart und wir rennen hier einfach mal den Berg hinauf. Wir müssen dann auch direkt geradeaus in die Höhle hinein und dann einmal nach ganz oben, Freunde. Hier dann gleich direkt links und dann ist hier so ein kleiner Zirkel, den wir nach oben rennen müssen. Sozusagen eine kleine Spirale. Und am Ende dieser Spirale haben wir auf der linken Seite das Piratenfeuer und auf der rechten Seite haben wir dann so eine kleine Aussparung hier. Genau, da sehen wir auch dann schon da hinten die Schildkröte auf dem Stein. Und hier vor hören wir und sehen wir schon den Schatz leuchten. Graben hier mal kurz und holen die Truhe aus dem Boden. Und wir öffnen sie, genau, und bekommen wieder Waren, Silber, ein Punkt und beenden dadurch unsere Schatzjagd. Und ich würde sagen, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's gut, bis zum nächsten Mal.